Schreckmoment für den passionierten Rennfahrer. Er hatte noch einmal Glück im Unglück. Am Freitagmittag meldete sich Tobias Wolff mit dieser Nachricht bei seinen Instagram-Fans. Er hatte einen Unfall und musste sogar ins Krankenhaus. Was genau vorgefallen ist, gab der YouTuber und Familienvater nicht preis. Allerdings ist es gut möglich, dass sich der leidenschaftliche Rennfahrer beim Training verletzte. Seine Frau Maren, 29, ist aktuell auf Mallorca und wird auch nicht zurückreisen, ein gefundenes Fressen für die Hater. Maren erklärt, er wollte nicht, dass ich nach Hause komme. Kurz nachdem Tobi seiner Community von dem Unfall erzählte, meldete sich auch Maren, die aktuell auf Mallorca den Junggesellinnenabschied von Influencer-Kollegin Katharina Damm feiert, auf ihrem Profil zu Wort. Er wollte nicht, dass ich nach Hause komme, erklärte sie den Usern. Da sie mit ihrem fast einjährigen Sohn Lion River verreist ist, sei die Rückreise allein nicht so einfach zu organisieren. Es ist halt jetzt einfach, wie es ist und wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ich habe mit Tobi die ganze Zeit Kontakt und viele von unseren Freunden und Familie sind da und kümmern sich um ihn. Shitstorm für die Netzbekanntheit. Obwohl sich Tobi zunächst aus der Social-Media-Welt zurückziehen wollte, wandte er sich am Abend noch einmal persönlich an seine Fans. Der Grund, fiese Kommentare, die Maren nach dem Unfall bekommt. Ja, ich habe Prellungen und Verstauchungen, aber schlussendlich bin ich zu Hause und nicht mehr im Krankenhaus. Durch das Liegen und Schlafen und so ist es gerade besser, dass sich Maren mit dem Kleinen ablenkt, stellte der Rheinländer klar. Er genieße aktuell die Ruhe und könne sich auf seine Genesung konzentrieren. Ich finde solche Kommentare, die da geschrieben werden, als wäre Maren eine total eiskalte Person und mein Wohl würde ihr egal sein, das ist einfach kompletter Bullshit.